Yo Leute, Dero ist am Start. Upsala, das war mein Handy, Entschuldigung. Ja, wir sind wieder bei Wreckfest oder eher gesagt bei Next Car Game, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Ich finde Next Car Game immer noch cooler. Und ja, wir machen noch eine weitere Folge. Ich habe ja gesagt, wenn ihr davon mehr wollt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich habe einfach trotzdem hintereinander weg mal aufgenommen. Und ja, was schauen wir uns heute an? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss erstmal einmal mein Mauskabel ein bisschen näher holen. So, ja, stimmt. Das ist echt ein bisschen kurz geraten. Nein. So, wir nehmen uns wieder hier eines der Autos. Diesmal Repair. Nein, wo kann man denn hier nochmal tunen? Wo ging das nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Repair, Research, Car Info, Test Drive, Circa. Nein, hier. Ah, da. Change Part. So, da würde ich sagen. Achso, da haben wir ja, glaube ich, hier schon. Oder Small Block, Big Block. Jo, da ist doch, glaube ich, schon das Fetteste drin. Ah. Ich dachte, da kann man noch mehr rausholen. Small. Aber wir haben schon die Big Block. So. Ich wollte noch ein Rennen fahren. Geht das wieder weg? So. Schauen wir mal. Go Race. Wo können wir denn mal fahren? Derby hatten wir ja jetzt schon mal. Figure 8 hatten wir auch schon ein paar Mal. Gravel, Tarmac, Sandpit, Speedway, Sandpit 1. Da können wir ja mal reinschauen. Fahren wir mal 4 Runden Sandpit 1. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Den ersten Sandpit oder den anderen Sandpit, da waren wir schon. Dann nehmen wir mal dieses Rennen hier mit und ja, dann mal sehen, was dabei rauskommt. Die Rennen sind ja für uns bis jetzt noch nie nicht so erfolgreich irgendwie verlaufen. Doch, hier waren wir doch schon unterwegs, oder? Nein, gar nicht wahr. Hier waren wir noch nicht unterwegs. So, aber jetzt machen wir es einfach mal. Ja, dafür ist das ja hier einfach mal, um zu testen. Wir schauen jetzt einfach mal, was diese Strecke zu bieten hat. Erstmal gucken wir, dass wir hier... Oh, fuck, das war eine scheiß Idee. Oh, Leute, nein! Alter, die rammen mich hier in die Steine rein. So, jetzt sind wir wieder ganz hinten. Jetzt haben wir es wieder geschafft. So, jetzt aber. Konzentration. Da kommen einige von nebenan von der Strecke. Doch, hier waren wir nicht. Doch, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist aber auch egal. Hauptsache, wir fahren hier ein bisschen. So eine Art Stocker-Crash-Challenge ist das ja hier, ne? So ein bisschen. Und da seht ihr schon, da ist richtig was los. Ich habe gerade mal einen umgedreht. Bringt auf jeden Fall. Schade, dass es dafür keine Punkte gibt. Erstmal machen wir hier wieder einige Plätze gut. Sind jetzt hier auf der 10, auf der 9 sogar. Ah, vielleicht aber auch nicht. Boah, die Strecke... Die ist... Oh mein Gott, wer fliegt denn darum? Alter. Leute, da seht ihr es, ja. Deswegen ist die Strecke noch in der Alpha, weil die KI noch gar nicht so wirklich weiß, wie sie zu fahren hat. Jawohl, der schrappt da auch an dem Gebäude entlang. Jetzt verpasse ich dem meinen Treffer und schicke ihn da in den Kranbagger, wie auch immer. Jetzt stehe ich nur hier ganz ungünstig. Werd aber schon wieder umgedreht. Alter. Hinten, komplett Critical Damage. Schaut mal unten links. Deswegen das Auto auch jetzt ein bisschen langsamer unterwegs. Macht aber nichts. Das kriegen wir auf jeden Fall hier gemanagt. So, Verfolgungsjagd. 4 Runden, wie gesagt, fahren wir hier. Vielleicht überleben wir diese 4 Runden auch gar nicht. Kann natürlich auch sein. Boah, fast abgeflogen. Mal sehen, ja. Momentan sieht es ja noch ganz gut aus. Wir sind hier mittendrin, statt nur dabei. Jawohl, die nehmen hier alles auseinander. Und denken, weiß ich auch nicht, was die sich dabei denken. So, wir wechseln vielleicht mal die Kamera. Vielleicht fahren wir mal so ein bisschen Cockpit. Jetzt habe ich gerade mal irgendwie Bock drauf. Finde ich irgendwie... sehr interessant bei so einem Spiel, dass es eine Cockpit-Perspektive gibt. Ist auf jeden Fall... Oh, Vorsicht, nicht in den Gegenverkehr kommen. Ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, von Bugbear hier eine Cockpit-Perspektive einzubauen. Die wird sicherlich auch noch überarbeitet hier und da. Die wird noch nicht hundertprozentig fertig sein. Also gerade was die Cockpits von innen angeht, klar. Bei solchen Autos, die so für... ja, oh mein Gott... für so Crash-Rennen gemacht sind. Klar, da ist nicht viel mit Tacho und so weiter. Das braucht man da alle nicht. Aber ich denke mal, hier und da werden noch einige Texturen oder vielleicht noch ein paar mehr Details nachgeliefert. Also das ist, denke ich mal, auf jeden Fall noch drin. Ja, kann ich mir nicht anders vorstellen. So, und jetzt, wir sind sogar auf Platz 2. Ich kann leider nicht sagen, wer der Führende ist, weil hier alles wirklich kreuz und quer ist. Ich habe es auch... gar nicht gemerkt, dass wir schon auf Platz 2 sind. Und ich muss sagen, man kann... Fuck, jetzt fliege ich ab. Man kann wunderbar fahren mit der Cockpit-Perspektive. Oh, oh, scheiße. Fuck. Oh, mein Gott. Scheiße. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich hänge. Wir müssen mal Reset Car machen. Alter, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr nach vorne. Super. So, jetzt haben wir ein großes Problem. Wir sehen nicht mehr so viel. Aber wir bleiben trotzdem in der Perspektive, denn das gehört... zum Stocker mit dazu. Ja, jetzt räumt er mich hier auch noch so halb weg. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier zurechtkommen. So, den drehen wir jetzt erstmal hier um. So ein bisschen. Nein, oder er dreht uns. Ja, nee, ist klar. So, dann kürzen wir hier einfach mal ab. Vielleicht klappt das ja.
So, einfach mal abgekürzt. Wir sind wieder neben dem Typen. Ich sehe ihn nicht. Die Spiegel funktionieren auch nicht, noch nicht. Ich weiß nicht, die denke ich, ich denke mal, die werden auch noch eine Funktionalität bekommen. Ja, würde ja sonst keinen Sinn machen. So, und ich, oh, ich sehe einfach gar nichts. Jawohl, jetzt fliege ich hier schon wieder ab. Ja, ach so, ich wurde gleich auch mitgerissen. Ist klar. So, jetzt hier einmal bitte querfeld ein. Macht nichts, das Auto ist eh schon total schaden. Mann, wir waren Zweiter und jetzt sind wir nur noch Elfter, sogar Zwölfter. So, jetzt Gas geben. Oh Mann, ich sehe noch weniger als vorher. Ich sehe noch weniger jetzt. So, da überholt uns einer irgendwo, kommt hier. Yo, oh ja, da ist schon einer mit Totalschaden. Ja, nice. Voll reingehalten. Auf die Kante. Ah, aber ich sehe auch nicht viel. Egal, wir ziehen das jetzt hier durch. Wir ziehen das jetzt hier durch mit der Cockpit-Perspektive. Haben ja nicht mehr viel zu fahren. Ja, mal sehen, ob wir das Rennen, wie gesagt, überleben. Es kann natürlich auch sein, wie der Kollege, der da gerade eben stand in Flammen, kann natürlich sein, dass man am Ende des Rennens gar nicht mehr dabei ist, weil das Auto überhaupt nicht mehr fährt. So, jetzt muss man hier aufpassen. Hier bin ich nämlich gerade abgeflogen. Da habe ich nämlich so einen kleinen Hügel mitgenommen, der mich da, ja, aus der Bahn geworfen hat. So, das sieht ganz gut aus. Wie gesagt, Cockpit-Perspektive finde ich auf jeden Fall super. Macht richtig viel Laune, das Ganze in der Cockpit-Perspektive zu fahren. Ich komme gut zurecht damit, es macht Spaß, es lässt sich auch sehr gut fahren. Das Spiel hat ja generell, oh scheiße, generell eine sehr gute Physik. So, wir kürzen wieder ab. Nein, das Spiel hat ja wirklich generell eine sehr, sehr gute Fahrphysik, die sehr gut kontrollierbar ist, die auch sehr nachvollziehbar ist vor allem. Da hat man überhaupt keine Probleme. Ja, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Das ist das, was mir richtig positiv an dem Spiel auch aufgefallen ist, dass die Fahrphysik durchaus auch ja, ein bisschen realistisch ist, möchte ich jetzt mal fast behaupten. Merkt man auf jeden Fall. Ja, da hat sich Bugbear richtig Mühe gegeben. Ja, gerade Grafik, die KI sind sehr gut, sehr gelungen, sehr gut geworden. Die Fahrphysik. So, vielleicht schaffen wir es ja noch hier eins zu überholen. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es. Wir probieren es einfach mal. So, jetzt sehe ich sie gerade nicht hier. Kurve kommt hier, die gehen da auch so ein bisschen neben die Strecke. So, oh, 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 den habe ich nicht gesehen. Jetzt fliege ich wieder ab. Das ist nicht gut. So, schnell weiter und gleich gehen wir nochmal auf eine andere Strecke, würde ich sagen. Oh mein Gott, was ist denn da jetzt los? Alter. So, Vorsicht, geht weg. Ich sehe keinen. Da war auch noch einer. Jetzt sind wir 17. 17. So, Runde 4 von 4. Das Rennen müsste doch... Oh, fuck. Scheiße, das Rennen müsste doch zu Ende sein. Ah, nein. Ich glaube, ich weiß warum. Weil wir abgekürzt hatten. Bin ich jetzt mal Reset-Car? Nee. Gut, dann gehen wir einfach zum nächsten Rennen. Ich habe abgekürzt. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich dachte, das geht. So, dann gehen wir mal zum nächsten Rennen. Wir wechseln mal nochmal das Auto hier. Nehmen wir mal den Wagen, den hatten wir auch noch nicht. So, Go Race. Schauen wir mal. Derby hatten wir, wie gesagt, schon. Dann fahren wir nochmal Race and Gravel. Route 1. Fahren wir mal Route... Ach komm, wir lassen Route 1. Geht eh nicht anders. Rückwärts habe ich keine Lust. Machen wir auch mal 4 Runden. Diesmal aber Stormy Evening. Mal sehen. Ja, Wettereinstellung kann man auf jeden Fall auch machen. Finde ich sehr cool. Mal gucken, ob sich das jetzt auch auf die Physik auswirkt. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach mal im Cockpit. So, Stormy Evening. Ach so, ja, ist jetzt einfach nur bewölkt. Okay, Stormy, klar, heißt ja auch bewölkt, heißt ja nicht regnerisch. So, Rennstart auf jeden Fall erstmal hier. Mal sehen, ob wir das Ganze jetzt hier überleben. Wir fahren im Cockpit, das heißt, wir sehen auch dementsprechend weniger als wie in dieser Third Person oder auch in der Außenansicht, sage ich jetzt mal. Aber das, den Start, den haben wir schon hier ganz gut hingekriegt. Jawohl, jetzt werden wir abgeräumt. Sehr schön. Und zurück auf die Strecke, kriegen nochmal einen Treffer hinten drauf. Der Kollege, der hat sich hier schon, ja, mehrfach überschlagen, möchte ich jetzt mal sagen. So, aber wir geben uns hier natürlich nicht kampflos geschlagen. Ich werde jetzt einfach weiterfahren und mal sehen. Die Strecke ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, die hat richtig geiles Stocker-Feeling, weil eben das ist halt so eine, ja, wie so eine Cross-Motorradstrecke. Die ist offiziell abgesteckt hier rechts und links. Man sieht es ja. Also hatte auch durchaus einen Realismus-Punkt, außer gut, dass sie hier die ganzen Schilder abräumen. Aber die Strecke finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin ja mal gespannt auf die anderen Strecken, die da so kommen werden. Ich weiß es nicht. So, jetzt vorsichtig, da fliegt einer ab. Jawohl, auch wenn wir hier ja in einem Rennen sind, wo ja, der Fahrzeugkontakt natürlich gesucht werden soll, ja, möchte man so gut es geht hier durchkommen. So, vorsichtig jetzt. Jetzt, ja, der kommt mir genau vors Auto. Dann reißen wir... Oh, den Turm können wir nicht abreißen. Reset Car. Aber ich muss sagen, Cockpit-Perspektive, das Spiel macht richtig viel Laune in der Cockpit-Perspektive. Finde ich richtig nice. Finde ich sehr gut. Lässt sich echt gut kontrollieren. Also, oh, jetzt wurde ich umgedreht. Das sieht man natürlich nicht.
So, jetzt mit dem Heck eingeschlagen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Irgendwo abgeflogen auf jeden Fall. Ah, die KI, die versucht wirklich immer wieder, dich abzuräumen und zu drehen und zu rammen, wo es nur geht. Aber das gehört ja auch zu so einem Spiel dazu. Es wäre ja auch schade, wenn man wirklich nur ohne Probleme so durchfahren könnte. Ja, also fände ich persönlich ganz, ganz traurig bei so einem Spiel. Und wird dann, denke ich, auch mal nicht so viel Spaß machen. So, jetzt sind wir hier schon wieder an den nächsten dran. Mal sehen, ob wir jetzt hier irgendwo gleich überholen können oder dem Typen einen Treffer verpassen können. Nein, wir gehen jetzt hier erstmal vorbei mit einem Treffer, schubsen so ein bisschen. Jawohl, schubsen ihn neben die Strecke. Hat er aber vielleicht auch verdient, ich weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen. Könnt ihr beurteilen? Ja? Nein. Klar, das gehört ganz klar bei diesem Spiel dazu. Finde ich, macht auch richtig viel Laune. Es fährt sich super. Es macht richtig viel Spaß. Also wenn das mal jetzt fortgeschrittenen oder noch einen noch fortgeschritteneren Zustand bekommt, wird das Spiel richtig viel Laune machen. Es macht jetzt schon sehr viel Spaß. Natürlich fehlt hier noch einiges. Scheiße, jetzt haben wir wieder so gut aufgeholt und dann passiert jetzt hier wieder sowas, dass wir uns hier überschlagen. Ja, und da verlieren wir wieder hier ein, zwei Plätze, drei sogar, die wir uns gerade so gut erkämpft haben. Mann, wo sind denn hier die anderen? Da waren doch gerade noch zwei. Gut, die sind da hängen geblieben in der Wand. Der Kollege qualmt mich hier so ein bisschen zu. Da gehen wir jetzt auch direkt mal vorbei. Der hat nämlich ein total kaputtes Auto. Sollte man schnellstmöglich überholen. Ja, versperrt einem nur unnötig die Sicht. Boah, Wahnsinn. Interessieren würde mich auf jeden Fall auch mal der Online-Modus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel selber auch besitzt. Weil wenn ja, könnte man ja mal gucken, wie man online zusammen fahren kann. Vielleicht hatte ich mal überlegt sowas. Aber dafür müsste man erstmal wissen, wer überhaupt dieses Spiel besitzt. So, jetzt schauen wir mal, können wir hier vielleicht noch irgendwo überholen? Jawohl, das sieht ganz gut aus. Die beiden sind da nämlich schön im Kampf. Jetzt werde ich hier auch noch mit reingezogen. Ja, aber das sieht gut aus. Wir sind an einem noch vorbeigekommen. 19. 19. geht auf jeden Fall noch in Ordnung. So, hier das Ergebnis. Schade, wir bekommen überhaupt gar kein Geld. So, hier gehen wir natürlich mal ins Replay rein. Ja, muss man einfach. So, Play. Zack. Nein, sieht auf jeden Fall einfach nur super klasse aus, das Spiel. Macht richtig viel Spaß. Kann es nur wirklich empfehlen. Kauft es euch, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Macht richtig viel Spaß. Und ihr seht ja, es sieht super aus. Es lässt sich super fahren aus der Cockpit-Perspektive wie auch aus den anderen Perspektiven. So, ich möchte mal jetzt in den Fotomodus. So, da können wir nochmal reingehen. So, wo haben wir denn hier? Follow Car. Wo war das denn? Kamera. Free. So, das ist hier der Fotomodus gewesen. Genau. So, dann müssen wir das jetzt hier schließen. Genau. So. Nein, ich finde es sehr cool. Auch schon alleine das mit diesem Kamera-Fotomodus. Sehr, sehr nice. Macht auf jeden Fall richtig was her. Jetzt müssen wir mal ein bisschen runter. Nein, macht auf jeden Fall richtig was her. Ja, das macht für mich auf jeden Fall einiges aus. Weil man sieht es einfach. Nein, wie gesagt, wenn ihr mehr von den Spielen sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann könnte man ja nochmal gucken, was man hier noch so anstellen kann. Ansonsten wird es hier regelmäßig einen Update-Check geben. Ich kann es nur empfehlen, kauft es euch. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, knallt den Daumen nach oben, schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, ich bin raus, euer Dero. Macht's gut, bis dann. Ciao.